Pass auf, Adrian. Zum Kammertor. Originalinschriften aus dem 11. Jahrhundert. Da schauen Sie. Meinen Sie nicht eher diese schönen Inschriften aus dem 21. Jahrhundert? Zweifeln Sie an meiner Liebe zum Kunstgenuss? Ich zweifle nicht. Ich glaube. Sie glauben? Allerdings an Ihre Lust an einem ganz anderen Genuss. Eine Kunst, der man auch verfallen kann, wenn sie von Ihnen ausgeübt wird. Dann erliegen Sie nicht dieser touristischen Versuchung und freuen Sie sich auf meinen Schweinebraten. Das Ding frei mir seit 3,5 Wochen und 17 Stunden. Vorfreude ist die schönste Freude. Und jetzt kommen Sie endlich. Pastor Happe wartet wahrscheinlich schon längst auf uns in der Krypta. Zack, zack! Monsignore. Gott gegrüßt, Pfarrer Braun. Frau Rosshartner. Da sitzt ja endlich, Pfarrer Braun. Dann können wir ja anfangen. Hallo, Margot. Was macht der Mühlig hier? Ach, der Monsignore vertritt doch bei der Öffnung Ihren Bischof Hemmelrath. Doch die Reise hätte ich mir sparen können, denn im Keller eine Leiche. Pfarrer Braun kommt gleich. Dem Scherz bricht's Herz, der Witz geht ein, das kann doch nur der Mühlig sein. Schön, diese humorvolle Herzlichkeit zwischen Glaubensbrüdern. Guten Tag, von Höchst. Guten Tag. Grüß Gott. Darf ich Sie bitten, den Mundschutz anzulegen? Wenn Sie Ihren Hut abnehmen, helfe ich Ihnen. Ja, danke schön, aber wieso das alles? Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Anraten von Frau Dr. von Böß, der Vorsitzenden von unserem Förderverein. Ja, es könnte sein, dass sich im Sarkophag gefährliche Bakterien angesammelt haben. Das ist aber Hysterie, oder? Manuel, bitte. Also Kai, ich habe schon in ganz anderen Staublöchern herumgebuddelt und da hat keiner Mundschutz getragen. Darf ich vorstellen? Manuel Castelnuovo aus dem wunderschönen Südtiroler Brixen. Aber keine Angst, er ist unserer Sprache habhaft, denn seine Mutter kommt aus dem fröhlichen Rheinland. Herr Castelnuovo hat nicht nur im Prado, sondern auch in der Sixtinischen Kapelle restauriert. Kai, lass gut sein. Guten Tag. Während der Restaurierung dieser Krypta haben wir ein zugemauertes Gewölbe entdeckt. Darin befand sich der lange verschollen geglaubte Sarkophag einer Pröbstin namens Friederike von Königstein. Sie lebte und wirkte hier vor etwa 600 Jahren. Wir haben den Sarkophag hier in die Krypta geschafft, weil wir nämlich sind, gerade im Lichte der heutigen Zeit der Meinung sind, dass die sterblichen Überreste einer Frau, deren Lebensweg nicht immer gerade und eintönig war, in den Kreis der hier ruhenden Äbtissin gehören. Warum war die Pröbstin woanders begraben? Die hat's echt krachen lassen. Von wegen Fromme gibt da so einige geheimnisvolle Vermutungen und Gerüchte, was die Pröbstin betrifft. Oh ja. Und um dieses Geflecht aus Gerüchten und Vermutungen zu zerstreuen, werden wir diesen Sarkophag nun öffnen. Armin, Manuel, bitte, treten Sie ein Stück zurück. Vorsicht! Ja, Armin. Das ist eine Inschrift im Innern. Lateinisch. Ja, Herr Monsignore, bitte. Das Lateinische beherrscht unser lieber Braun viel besser. Ich mach mir nichts aus Inschriften. Und die vorhin am Kammertor? Was denn, mal hier da? Ich glaube, da brauche ich eine Leiter. Sofort, Moment. Warten Sie, ich helfe Ihnen, Herr Castelnuovo. Wo würden? Dankeschön. Da halten Sie mal das Hauptrennen. Was können Sie lesen? Tu qui perturbas memento quod modo. Frau Würden! Herr Pfarrer! Mein Fuß. Geht's, mein lieber Braun? Ja, lasst's mir runter. Ach, jetzt bleiben Sie mal besser liegen, Herr Pfarrer. Warum? Wenn er aufstehen will? Also Sie machen Ihren Job, ja? Und bringen Sie ihn bitte nicht in die Klinik. Bringen Sie ihn zu Dr. von Böst, ja? Dr. von Böst? Ja, das ist ein sehr guter Arzt. Und außerdem mein Mann. Ja. Herr Pfarrer, konnten Sie die Inschrift verstehen? Ich meine, könnten Sie sie vielleicht übersetzen? Ja, ihr mit Toten hat's was zu tun, aber ich hab's ja nicht mehr entziffern können. Wir sehen uns im Pfarrhaus, Margot. Danke, Kajo. Und toi, 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 Guido. Wie macht sich eigentlich unser Braun, Herr Pastor? Ich meine, unter dem Gesichtspunkt der Ökumene.
Also ökumenisch gesehen ist gegen ihn der Vatikan modern wie eine Disco, aber ich krieg ihn schon noch hin, weil wenn wir es nicht machen, wer denn dann, hm? Wer denn dann? Also gebrochen ist nichts, Herr Pfarrer. Leichte Bänderdehnung, ein paar Hautabschürfungen und eine Hüftbrennung. Dann ist alles in Ordnung, Herr Dr. von Böst, oder? Nein, Herr Braun, nicht alles. Was denn nur? Wenn Ihnen unser Herrgott nicht das Knochenmaterial von einem Dinosaurier gegeben hätte. Glauben Sie an unseren Herrgott? Sonst kommen Sie hier als Hausarzt aus der Depression gar nicht mehr raus. Warum habe ich Sie dann noch nie bei mir in der Kirche gesehen? Ich gehe zur Konkurrenz, Herr Pfarrer. Ich bin Protestant, wie meine Familie, seit dem 30-jährigen Krieg. Aus der Zeit stammt wohl auch noch Ihr Behandlungsbesteck. Nein, das sind Funde aus Ägypten. Die haben auf dem Gebiet der Medizin schon damals Erstaunliches geleistet. Sagen Sie mal, Herr Doktor, mein massiver Knochenbau, können Sie es nicht überzeugen, zu uns zu kommen? Damit zu missionieren, Herr Pfarrer, ist zwecklos. Der Glaube nistet sich nämlich eher in den Weichteilen ein, wobei wir auch wieder beim Thema wären. Ein Knochenbau, Herr Braun, ist eben nur ein Knochenbau, kein Stahlgerüst. Sie müssen abnehmen, es ist nicht mehr heilig, wie viel Sie wiegen. Den Zustand der Heiligkeit habe ich eigentlich nie angestrebt. Und wenn das da Ihr Schönheitsideal ist, na dann Dankeschön. Mein Schönheitsideal ist meine Frau. Aber es geht hier nicht um Schönheit. Es geht schlicht ums Leben, um Ihr Leben. Aber nicht ums ewige Leben. Ja, ohne Schmarrn, Herr Doktor. Was verschreiben Sie denn dann jetzt? Nichts zum Abnehmen. Da hilft sowieso nur FDH. Und das gibt's rezeptfrei. Ich verschreibe Ihnen einen Stützstrumpf. Den bekommen Sie nebenan in der Apotheke meiner Frau. Und was die gedehnten Bänder betrifft, da hilft nur eins. Bewegung. Bewegung und nochmals Bewegung. Haken Sie sich doch bei mir ein. Nein, ich kann doch wunderbar gehen. Da schauen Sie her. Was hat denn der Doktor gesagt? Stützstrumpf brauche ich. Das kann ich doch machen. Nix da, den hole ich selber, der Arzt hat Bewegung verschrieben. Sie bleiben da. Ich weine dir vor Lust und Schmerz, zur Wohnung hier, mein Aug, mein Herr. Kehr ein bei mir und schließe du still hinter dir die Pforten zu. Treib anderen Scherz. Schmerz, nicht Scherz, treib anderen Schmerz aus dieser Brust. Herr Pfarrer, Sie? Was? Sie haben das geschrieben? Nein, das ist von Rückert. Sie kennen den? Ja, freilich. Romantischer Dichter aus Franken, 19. Jahrhundert, Friedrich Rückert. Aha. Ja, dann dichtet er ja nicht mal selber. Juliane, machst du das mal eben? Danke, danke. Herr Pfarrer, ich habe gerade mit Herrn Castelnuovo gesprochen. Leider haben Sie durch Ihren Sturz in den Sarkophag die darin liegenden Gebeine derart pulverisiert, dass es nun schwierig sein wird, herauszufinden, wie viele Personen darin lagen. Was ist denn das wichtig? Naja, hier im Harz sind alle rätselhaften Geschichten wichtig. Man spricht vom Fluch der Pröbstin Friederike, nach der ich übrigens auch benannt bin. Friederike, auch angenehm. Ja, nur weiß niemand so ganz genau, was der Fluch beinhaltet. Und ungenau? Also man sagt, aus Zorn darüber, dass sie nicht Äbtissin wurde, hat sich Friederike zusammen mit ihrem letzten Liebhaber in dem Sarkophag begraben lassen. Und allen einen raschen Tod vorhergesagt, die es wagen, ihre letzte Liebestadt zu stören. Ja, um Gottes Willen. Ach so, Sie meinen, weil Sie in den Sarg gefallen sind? Ja, das ist doch eine massive Störung der Bändelschmuserei, oder? Aber Herr Pfarrer, Sie sind doch ein Mann des Glaubens, nicht des Aberglaubens. Na ja, das sind hier im Harz bei euch die Grenzen fließend. So, Herr Pfarrer, Ihre Stützstrümpfe. Das macht 8 Euro Zuzahlung. Und Sie sind sicher, dass das Gedicht von diesem Rückert stammt? Absolut. Gut geklaut ist besser als schlecht erfunden. Hat jedenfalls Geschmack, Ihr Mann. Guten Tag. Tag, Frau Erlein. Tag, Juliane. Hallo. Guck dir doch mal hier die Pilze an. Sind von heute, aus dem Wald. Wie kommen Sie denn darauf, dass das Gedicht von meinem Mann ist? Weil er mir gestanden hat, dass Sie sein Schönheitsideal sind. Ach so. Herr Pfarrer. Ich habe einen Verehrer. Ja, das ist verständlich. Einen Anonymen, der mir jeden Tag Gedichte schickt. Und jetzt erfahre ich durch Sie, dass er sie abschreibt. Und Sie haben wirklich keine Ahnung, wer das ist? Doch schon, aber irgendwie passt es nicht zu ihm. Die Juliane, meine Apothekenhelferin, meinte schon, ich sollte vielleicht zur Polizei gehen. Herr Pfarrer, sind Sie so lieb? Entziffern Sie die Sarkophag-Inschrift, ja? Bitte. Wäre das so wichtig für Sie? Naja, es könnte doch sein, dass der Fluch nur allen Namenscousinen gilt. Dann wäre ich aus dem Schneider. Aber ich doch nicht. Und das können Sie doch nicht wollen. Da haben Sie auch wieder recht. Also ich verspreche, ich werde versuchen, den Spruch zu entziffern. Immerhin habe ich in etwa großes Latinum gemacht. Herr Pfarrer,
Gebildete Menschen wie Sie, die gibt es nur noch selten heutzutage. Sie kennen ja sogar den romantischen Dichter Rückert. Aber ich bin kein unbekannter Verehrer. Mich reihen Sie bitte ein, Frau von Böst, unter bekannte Verehrer. Was hat denn da so lange gedauert? Stück Strumpf. Und? Was hat der Arzt gesagt? Jetzt nicht Sie auch noch, Monsignore Mühlich. Wenn man unfreiwillig auf einer 600 Jahre toten Pröbstin zu liegen kommt, kann das doch nicht ohne Risiken und Nebenwirkungen bleiben. Entschuldigung, jemand Valeska gesehen? Nein. In der Krypta mit Ihnen, Herr Pastor. Nein, nein, ich meine später. Nein. Was hat eigentlich der Arzt gesagt, Herr Pfarrer? Warum sagst du, er soll so neugierig? Hat er nicht zufällig von Idealgewicht gesprochen? In solchen Sachen ist der alte von Böst echt gut drauf. Liegt ja genau richtig. Mein Gewicht war schon immer mein Idealgewicht. Alles klar? Ja? Das Idealgewicht bemisst sich aus Geschlecht, Körpergröße und Sportlichkeit. Nein, dann mache ich ja nichts falsch. Schauen Sie sich doch mal den gärtenschlanken Kollegen von den Lutheranern an. Ja, da schaue ich sowieso immer zweimal hin, weil ich beim ersten Mal gar nicht sehe. Wenn Sie erlauben, Pfarrer Braun, aber die Nichtwitze reiße ich hier. Wenn wir die katholische Kirche für die Menschen draußen wieder attraktiv gestalten wollen, müssen wir bei den Kirchendienern beginnen. Bravo, Mühlich, ab mit Ihnen ins Kloster. Sie haben zwei Möglichkeiten, auf Ihr Idealgewicht zu kommen. Und? Entweder Sie wachsen auf eine Körpergröße von 2,85 Meter oder Sie nehmen ab. Und wie soll das gehen? Trennkost. Ach so, Sie meinen entweder Kohlenhydrate oder Eiweiß. Weder noch. In Ihrem Fall heißt Trennkost, dass Sie sich von der Kost trennen. So weit bin ich ja schon, seit die Rosse hat und nicht mehr für mich kocht. Weil es auch wichtigere Dinge im Leben einer Frau gibt als das Kochen. So, was denn? Und dann natürlich Sport. Sport ist Mord. Na, da kennen Sie sich doch aus. Ja, ist sogar Selbstmord. Und vergessen Sie nicht den religiösen Aspekt. Genau, Selbstmord ist dem Christen nicht erlaubt. Nein, ich meine 1. Korinther 19. Da müssen Sie mir jetzt helfen, die Korinther bin ich ein bisschen schwach. In seinem ersten Brief an die Korinther bezeichnet Paulus den Körper als den Tempel des Heiligen Geistes. Und in diesem Sinne betreiben Sie schon seit Jahren Tempelschändung, mein lieber Braun. Bei mir handelt es sich wenigstens noch um einen Tempel, während bei Ihnen der Heilige Geist in einem zugigen Intrigantenstadel zittern muss. Gerne hätte ich noch ein wenig Ihrem bariovarischen Starkdeutsch gelauscht. Allein, ich muss gehen. Ich nehme an, dass ich unseren Bischof von Ihnen grüßen darf. Sie nehmen richtig an. Ach ja, und vergessen Sie nicht Ihr Gelübde, Pfarrer Braun. Nie wieder Schnüffler Gottes. Das einzige Verbrechen, das Sie jetzt noch ahnden können, ist das Verbrechen an Ihrem Körper. Gott gegrüßt, Pfarrer Braun. Oh Jesus, was für Leute zwingst du mich zu lieben? Ich glaube, ich muss meinen Stützstrumpf richten. Bitte schön, Ihr Bier. Dankeschön. Ich habe keinen Durst mehr. Zahlen! Castelnuovo? Tu qui requiem aeternam
perturbas memento quod hic est unus moriturum plusquam credis. So lautet die Inschrift, ein Toter mehr als du glaubst. Also scheint ihr Geliebter ja dann doch mit der Prüfung zusammen begraben worden zu sein. Sind wir sehr ernstnehmende Warnung an jeden Störer der Totenruhe. Das geht ja wohl dann voll auf Sie, Herr Pfarrer. Schließlich haben Sie sich derart zu den beiden dazugelegt, dass Ihre sterblichen Überreste auseinandergebrochen sind wie zerschmettertes Kristall. Moment einmal, Herr Pastor. Sie haben das Bett, also den Sarkophag der Prüfung Ihres Liebhabers, geöffnet nach jahrhundertelangem Schlaf. Wo schnaufen Sie das, als ob Sie den Geburtstagskuchen Ihrer Oma ausblasen wollten? Das gehört zum Powerwalken dazu. Aha, Powerwalken, dem das hier mit zwei so Trümmer rumläuft. Also seit ich hier im Harz tätig bin, kämpfe ich gegen dieses Netz aus spätheidnischen Verwünschungen und Flüchen an, in dem die Menschen hier verstrickt sind. Und würde sie ganz im Sinne der Ökumene gerne auf meiner Seite sehen. Weil, wenn wir es nicht machen, wer denn dann? Ja. Entschuldigen Sie, Herr Pastor. Ich bin noch in der Aufbauphase. Das gibt's doch nicht. Was? Mein Messner, der Armin, schmust mit dem Mädel aus der Apotheke umeinander. Ja, aber der darf doch, oder? Aber der verliebt sich gleich wieder unsterblich und dann liegt wieder die Welt in Trümmern. Ja, darüber würde ich auch wahnsinnig gerne mal ein Gespräch Nachmittag gestalten. Über den Armin? Nein, über das Verlieben. Ich meine, es bringt doch alles durcheinander. Wenn die Menschen sich gleich lieben würden, dann wäre alles in Ordnung. Aber das Verlieben, das bringt die Probleme. Herr Pastor, glauben Sie an Wunder? Ja, aber nur an die, die Jesus vollbracht hat. Wer an Wunder glaubt, muss auch an Flüche glauben. Die Wunder sind Gottes, die Flüche sind des Teufels. Und ein bisschen muss der Herrgott den Teufel ja auch überlassen, weil sonst gibt's keinen Kampf gut gegen Böse. Mein lieber Pfarrer Braun, sollte sich doch auch mittlerweile bei euch Katholiken herumgesprochen haben, dass der Teufel nur eine Erfindung der Menschen ist, um das Böse zu erklären. Wenn das so ist, könnte möglicherweise, liebe Gott, auch eine Erfindung der Menschen sein, um das Gute zu erklären. Ah, möglicherweise. So dürfen Sie doch mal denken, Herr Pastor, so dürfen Sie doch mal denken. Warum denn nicht? Weil sonst wir arbeitslos wären. Mein lieber Pfarrer Braun, ja? Also wenn man Sie so hört, Sie leben ja wirklich noch im religiösen Biedermeier. Wenn man Sie so hört, Sie leben im religiösen Anbiedermeier. Ja, du laufst ohne Hantel. Hofer! Hofer! Ist das Ihr Hund? Herr Pfarrer! Herr Hofer gehört zu mir. Was machen Sie denn hier? Ich entschlacke meinen geschändeten Tempel, das senkst du. Ist alles in Ordnung, Herr Pfarrer? Ich glaube, ich habe einen Hungerast. Ein Hungerast? Ja. Ich glaube, ich weiß was. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie. Ich habe was für Sie. Nehmen Sie schon mal ein Scheibchen Brot, Herr Pfarrer. Danke. Rotwein bringt die Lebensgeister zurück. Herr Castelnuovo. Nenn mich Manuel. Guido, Prost. Prost. Als du gekommen bist, hast du da jemand gesehen oder jemand dich gesehen? Keine Ahnung, wieso. Kein Mensch weiß von diesem Raum hier. Den habe ich entdeckt und hier... kuriere ich mein Heimweh kulinarisch, verstehst du? Wer liegt denn in dem Sarkophag her denn? Irgendeine Äbtissin aus dem 17. Jahrhundert. Was? Du kochst gegen dein Heimweh mit einer Äbtissin aus dem 17. Jahrhundert an? Du glaubst doch nicht, dass mich dieser magersüchtige Knäckebrot-Lutheraner kulinarisch trösten könnte, oder? Der Hippe Happe. Der isst nicht, der appliziert Nahrungsstoffe. Sag mal, pass auf, dass es nicht verkocht. Fachmann. Danke, Guido. Die letzte Minute. Was gibt's denn gegen das Heimweh? Zuerst Kuttelsuppe, dann Gammschlägel in Rotweinsauce mit Knoblauch-Schalottenmus und Bamberger Hörnchen und zum Nachtisch Witwenküsse. Ja,
Da möchte ich mir direkt Heimweg denn. Du bist ja leider auf Diät, ne? Dann hat er wieder abgebrochen aus religiösen Gründen. Komm, Rufe, gib Ruhe. Aus was? Aus religiösen Gründen? Ja, bei meiner Priesterweihe habe ich mein Idealgewicht von 80 Kilo gehabt. Heute heißt es, habe ich 160. Dann fürchte ich, muss die Hälfte runter. Ja, und das ist ja das Problem. Wenn ich jetzt 80 Kilo abnehme, wer sagt mir, dass es nicht gerade die Geweihten von der Primitz sind und es bleiben nur die Ungeweihten übrig? Und wenn man dann noch die 9 Pfund abzieht, die du vermutlich bei der Taufe gewogen hast, dann bist du vielleicht gar kein Priester mehr, sondern ein Heide. Ja, siehst du das Dilemma? Bei so einem unschuldigen Kilo ist ja nicht anzusehen, ob es ein Primitzkilo ist oder ein Ungeweihtes, richtig? Das ist mir immer so als Pfarrer ja förmlich schuldig, dass ich jedes Kilo bewahre. Absolut. Du hast ein bisschen was übrig für mich, Herr Zeig. Selbstverständlich. Setz dich. Sag mal, Manuel, warum wirst du eigentlich nicht dick? Du kennst doch den Spruch. Ein guter Hahn wird selten fett. Na. Ich bin ein Schnellverbrenner, weiß auch nicht warum. Vermutlich genetische Veranlagung. Manchmal habe ich den Eindruck, der Herrgott ist doch nicht gerecht. Dafür habe ich es bei anderen Lastern schwerer als du, Guido. Hast du ja für zwei gedeckt? Hab halt geahnt, dass du kommst. Neben dir steht übrigens ein sensationeller Terlaner aus dem Alto Adige. Sag mal, von dieser kryptischen Cucina hier weiß außer dir niemand, oder? Ich habe den Raum in einem alten Bauplan entdeckt. In den späteren, nach der Reformation, war er gar nicht mehr verzeichnet. Kommt der? Na, der ist wunderbar. So, was ist denn das da hinten immer? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Hofer. Na, der Hofer liegt da. So, wie kann das sein, dass es hier in der Krypta spukt? Aber Guido, ein Pfarrer, der an Geister glaubt. Ich lebe und arbeite seit Wochen hier und mir ist noch nichts Übersinnliches aufgefallen. Na ja, dann Prost auf den, wie sagst du, Knäckebrot-Lutheraner. Prost. Was schaust du nicht mehr dahinter? Da ist nichts. Wer soll er schon sein? Na, dann sitzt du wieder her. Einen guten. Moment, Manuel. Beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mahlzeit. Also im Kloster Eppan haben die Tischgebete aber länger gedauert. Du warst in der Klosterschule? Mhm. Und auch im Priesterseminar. Wunderbar. Fand ich überhaupt nicht. Meine Kuttelsuppe, nicht das Priesterseminar. Was war da? War immer nichts für mich. Hatte ständig Schwierigkeiten mit dem Zölibat. Sei doch mal ehrlich. Das war der größte Schwachsinn, den sich die katholische Kirche je ausgedacht hat, oder? Das siehst du so. Aber du weißt doch, was die Schrift sagt. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Das habe ich dann auch gemerkt. Dann hast du geheiratet, oder? Mhm. Guido, können wir vielleicht das Thema wechseln, bitte? Wieso? Also mit Verlaub. Mit dir über Frauen zu reden, ist ein bisschen so, als wollte man mit einer Nonne über die Finessen des Kamasutra diskutieren. Hm? Kamasutra? Hofer. 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 Hofer, was ist? Was ist los? Er ist tot. Ich soll einen Hund obduzieren lassen, Herr Pfarrer? Ich bin Kriminalkommissar. Und was ist für einer, St. Geiger? Ja, ganz genau, und was für einer. Und nicht ein Tierdetektiv. Gibt's auch keine gesetzliche Grundlage zu. Haben schon was von der Bundeszeuchenverordnung gehört? Mal und klar, solche Rinder waren sind Skräpi. Das fällt nicht in meinen Bereich. Ich muss wissen, was in der Krypta los ist. Seit der Hund tot ist, habe ich keine ruhige Minute mehr. Ich könnte der Nächste sein, Geiger. Ja, ich habe ja schon gehört, dass Sie abnehmen wollen, aber dass Sie jetzt Hundenahrung zu sich nehmen. Sie stehen doch kurz vor der Beförderung zum Kriminalhauptkommissar, oder? Stehe ich ja wohl, ja. Die können sich in ihre wenigen Haare schmieren, wenn rauskommt, dass sie ohne mich noch keinen einzigen Fall gelöst haben. Und was ihr Putzi kam, dann sagt, das können Sie sich auch denken, oder? Wie soll denn das rauskommen? Oh Herr, ich weiß, dass die Dummheit die größte Waffe des Teufels ist. Aber warum verteilt sie sie ausgerechnet so üppig an Beamte? Ach so, ja. Ja. Gut, ich lasse den Hund aufschneiden. Obduktionsbericht an Sie? Ja, per E-Mail. Per E-Mail? Alles nur noch per E-Mail. Ist das die neueste Methode? Wieso? Na ja, ihr Küster da, der Armin, der will die Beantwortung seiner Fragen ja auch nur noch per E-Mail haben.
Was will der Armin wissen? Naja, wegen dieser Juliane Dinkwort da, dieser Apothekerin, die ist doch Waisenkind und sucht ihre Eltern. Und der Armin plustert sich da auf, will ihr helfen, weil er total verknallt ist in sie. Ist aber schwierig, weil das früher in der DDR war und die Papiere sind alle weg. Wissen Sie das nicht? Was? Nein, es geht um mein Leben. Da wird man sogar als Pfarrer egoistisch. Der Augapfel ist leicht gerötet. Wahrscheinlich stressbedingt. Kann das nicht was anderes auch sein? Ah. Ah. Was denn? Neigen Sie zur Hypochondrie? Ich glaube nicht mal an Krankheiten, die ich habe. Ziehen Sie mal das Hemd raus. Danke, das reicht schon. Oben in der Krypta, da stimmt was nicht. Haben Sie da auch den Eindruck? Jetzt bitte nicht sprechen. Tief einatmen, langsam ausatmen. Nochmal. Ja. Aber Sie müssen doch da Bescheid wissen. Keine Ahnung, ich war da schon seit Jahren nicht mehr. Nochmal. Weiter atmen, Herr Pfarrer. Gut. Wovor haben Sie denn Angst? Ich lebe in Gott. Ich habe keine Angst, aber ich glaube an die Kraft der Verwünschung. In dem Sarkophag, die Inschrift besagt, es ist immer ein Toter mehr im Raum, als man denkt. Soll damit nicht der Liebhaber gemeint sein? Ich glaube, es bedeutet zweierlei. Es kann auch der Leser gemeint sein. Wieso? Na, diese Inschrift ist im Sarkophag innen. Und wer die liest, muss den Sarkophag geöffnet haben, ist also Störer der Totenruhe und ist damit Opfer des Fluches. Sagen Sie, kann es sein, dass in Ihnen noch ein kleiner Heide schlummert? Wieso? Naja, also katholisch sind Ihre Gedanken nicht gerade. Klingen eher nach ägyptischem Totenkult. Waren Sie in Ägypten? Noch zur DDR-Zeit auf Forschungsreisen. Was haben Sie da erforscht? Wie man Herrscher dauerhaft mumifiziert. Sie sollten aus Honeck eine Mumie machen. Ja, es ging leider nicht. Der war schon eine. Was soll das? Ihre Diät, Herr Pfarrer. Leberkäse? Ja, die Leberkäse-Diät. Das ist doch was für Sie, oder? Sie dürfen essen, so viel Sie wollen. Allerdings nur Leberkäse. Nichts als Leberkäse. Durch diese einseitige Ernährung muss sich nämlich der Körper die fehlenden Nährstoffe aus seinen eigenen Depots holen. Durchs Essen abnehmen. Davon haben Sie doch schon immer geträumt, oder? Wollen Sie mich ruinieren, Rosshauptner? Das war uns doch nur, dass Sie mal für mich kochen brauchen. Tja, das brauche ich sowieso bald nicht mehr, wenn ich arbeitslos bin. Wieso? Habe ich Sie entlassen? Nee, aber wer nimmt mich noch, wenn Sie tot sind? Ich, tot? Das ganze Dorf spricht noch drüber. Der Pfarrer muss sterben, weil er der Pröbstin in die Arme gefallen ist. Und du kümmerst dich bloß noch als Waisentröst um die Juliane, oder? Ich bin selbst weise. Ich weiß, wie man sich da fühlt. Armin, gibt's ein einziges weibliches Wesen, dem du nicht verfällst? Na, also das wäre ja noch schöner. Die Rosshauptin ist ja auch den Manuel fixiert. Ein Fischermann? Und Restaurator. Ihr könnt ihr zerstörtes Liebesleben wieder in Ordnung bringen. Die ökumenische Bibelstunde fällt heute aus. Wieso, Herr Pastor? Dazu will ich mich jetzt nicht äußern. Nur so viel. Ich beginne dem katholischen Konzept des Zölibats einen gewissen Reiz abzugewinnen. Warum werden Sie normale Lutheraner? Wenn jetzt den Papst auch noch anerkennt, dann kann er ein netter Mensch werden. Was riecht denn hier so lecker? Leberkäse. Darf ich? Ich dachte, du bist vegetarisch. Das legt sich wieder. Da musste ich mal durch. Ich war auch gegen Pelzmäntel, Walsterben und Waldfang. Oder was, Waldsterben und Walfang? Naja, ist lang her. Man muss halt natürlich alles durch. Und gegen was sind wir momentan? Gegen Kajo. Wie sagen Sie immer, der hippe Happe. Von wegen hip. Habt ihr euch gestritten? Mhm. Das schmeckt total geil. Essen Sie mir nicht alles weg, Herr Pfarrer. Bis später. Schmeckt total geil. Sag mal, steckst du da dahinter? Nein. Da steht die, da bleibt ja der Schnabel sauber, wie mir mit dem Leberkäse. Aber Sie müssen mit Ihrem Gewicht runter, Herr Pfarrer. Hollywood-Diät. Was? Bevor hier in der Küche weitere Katastrophen Einzug halten, bestelle ich bei Ihnen die Hollywood-Diät. Früchte, Joghurt, Ananas. Na wunderbar. Aber da steckt doch was dahinter. Zur Wiedererlangung meiner menschlichen Würde werde ich in Zukunft nicht mehr im Stadtpark powerwalken. Zumal jeder glaubt, das sind meine letzten Runden. Sondern? Sie werden mich zweimal in der Woche ins Fitnessstudio fahren, wo die Würdelosigkeit körperlicher Ertüchtigung hinter geschlossenen Mauern stattfindet. Wann soll ich Sie wieder abholen? Gar nicht, Rosshauptnerin. Ich gehe jetzt vor, es ist ein bisschen zum Entspannen. Gut, dann schäle ich schon mal die Ananas fürs Nachtmahl. Ausgezeichnet.
Ángeles, Ingeniera Ángeles. Gezept aus Madrid, als ich in Prado gearbeitet habe. Manuel, die stellen mir unter Wellness vor. Prost. Für Hofer. Ach so, da schon, ja. Was ist das? Der Obduktionsbericht vom Hofer. Und? Gift. Was? Hofer ist vergiftet worden? Das kann man so nicht sagen. Ich meine, es könnte sein, dass er vielleicht ein Stück Skelettknochen erwischt hat. Das ist gut möglich. Ich meine, du hast ja gesehen, er ist immer frei hier rumgelaufen. Vielleicht hat ihn auch der Fluch der Pröbstin ereilt. Ich meine, er hat mit seinen Bällen die Totenruhe gestört. Guido, bitte. Das glaubst du doch selber nicht. Beim Fluch der Pröbstin kann jeder der Nächste sein. Na dann, Guido, dann genieß dein Henkersmal. Du machst ja über mich lustig. Guido, seit 15 Jahren restauriere ich Krypten, Gruften und Kapellen auf der ganzen Welt. Ich habe mehr Skelette gesehen als jeder Totengräber. Ich war bei unzähligen Sarkophagöffnungen dabei. Aber ich war in meinem ganzen Leben keinen einzigen Tag krank. Und eins habe ich gelernt. Wenn es bei mir mal soweit ist, dann lass mich Feuer bestatten, weil das mit der Verwesung, das ist nicht mein Ding. So, jetzt aber Mahlzeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Wunderbar. Sag mal, bist du ganz sicher, dass der hippe Happe von dem Versteck hier nichts weiß? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Es könnte sein, dass gestern Nacht jemand hier war. Wieso? Fehlt was? Eigentlich nicht. Aber irgendwie stehen manche Sachen anders, als sie vorher standen. Aber ich denke mir, solange der hippe Happe mich nicht drauf anquatscht, kann es mir egal sein. Ja, Hauptsache, du bist mit deinen Fresken fertig. Da bin ich auch ein bisschen im Zeitplan. Ich muss die ganzen Decken im Liegen freilegen. Seit ein paar Tagen wird mir irgendwie schwindelig. Das ist alte Manuel. Wir sind da keine junge Hupfer mehr. Junge Hupfer? Was meinst du damit? Junge Hupfer, so sagen wir in Bayern. So, was ist denn das? Die Dorfjugend trifft sich immer auf dem Platz da oben. So als Liebestreffer. Kann sich daran nicht mehr erinnern. Hast du noch einen? Junger Hupfer warst. An das mag ich gar nicht mehr zurückdenken. Was? Du hast noch nie für eine Frau geschwärmt? Doch, für Hildegard von Bingen. Guido, die ist seit 500 Jahren tot. Hey, mei. Irgendwas Lebendiges? Kennst du die Apothekerin? Welche? Die Friederike von Böst. Friederike? Die heißt nach der Pröbsin, die wir hier entkorkt haben. Also die täte mir gefallen, wenn mir was gefallen dürfte. Aha. Was reagierst du denn so eigenartig? Ist nicht der Geschmack, oder was? Nee. Friederike ist eine tolle Frau. Ja, so ein junges Ding wie die vom hippen Happe, wie die Wally. Das wäre mir zu sprunghaft. Ja, das stimmt. Junge Dinger, die laufen nicht mehr weg. Aber vielleicht braucht der hippe Happe das. Sag mal, jetzt reicht's aber, oder? So, müsst ihr so laut sein, das geht doch auch leiser. Schreibt's woanders, das ist geweihter Boden hier. Was bist du so intolerant, Manuel? Ist doch alles irgendwo gedeckt vom christlichen Gebot der Nächstenliebe. Ich dachte, Essen sei die Erotik des katholischen Klerus. Hast du mit deinen Kalbsnirndl ganz schön erotisiert, was? Die Speise ist für den Bauch und der Bauch ist für die Speise. Erster Korintherbrief, richtig? Ja, aber das geht noch weiter. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Erster Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 13. Den Teil habe ich vergessen. So genau wollte ich es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Wen rufst du jetzt an? Mein Wettbüro. Bischof Hemmelrath. Pfarrer Braun. Braun? Wo sind Sie denn da? Im Osten, irgendwo zwischen Sodom und Gomorra, wo mich Herr Mühlig hingesetzt hat. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, so wie der Herr für den Leib. Richtig, lieber Braun. Bleiben Sie tapfer. Woher stammt dieses Zitat? Ist in der Wein ausgegangen. Wittmummer Kisten Chateauneuf, Exzellenz? Seit der Steuerreform kann ich nur noch um Landwein wetten. Tut mir leid, Braun. Das Konkordat. Sie verstehen. Wie heißt die Stelle?
Der Leib aber ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, so wie der Herr für den Leib. Ich esse gerade zu Abend exquisiten rheinischen Sauerbraten. Ich übersende Ihnen eine SMS. Nichts oder spicken können oder mühlich vorschicken. Entweder gleich oder gar nicht. Also, wie heißt die Stelle nochmal? Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, so wie der Herr. Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn. So wie der Herr für den Leib. Und der Herr für den Leib. Und wie geht es Ihnen sonst, lieber Braun? Nimmt das ökumenische Projekt schon Formen an? Wollen Sie jetzt Zeit schinden? Wollen Ihnen doch der Mühlich erzählen, was es für Formen annimmt. Ist er überhaupt da? Sie meinen meinen lieben Monsignore Mühlich? Ja, Ihren Adlatus. Ich dachte, wir wetten um diese Stelle, die ja eine wunderbare Stelle ist, von geradezu göttlicher Weisheit. Ja, ich hatte sie erst vor 3 Wochen zum Thema meiner Predigt gemacht, zu Septuagesima. Da müssen Sie ja wissen, wo es steht. Ich will Sie ja nicht auf die Folter spannen, Braun. Sondern die Rosinen herauspicken. Was hat das jetzt mit Rosinen zu tun? Korinthen. Ich sage mal Korinther. Und wo bei den Korinther? 1 Korinther 6. Ja, verrick. Ja, Guido, Sie brauchen nicht gleich zu fluchen, wenn Sie mal eine Wette verlieren. Manuel, was ist los? Pfarrer Braun. Manuel. Manuel. Sie sind plötzlich so hochgekommen. Muss irgendwas im Essen gewesen sein. Ich habe keinen Eisschrank da unten. Müsste mir ja auch schlecht gehen. Hast du es öfter? 2-3 Mal in letzter Zeit. Ich muss zum Doktor gehen. Was? Damit ich erst recht krank werde? Nee. Vielleicht kommen Sie von den ständigen Lustgeräuschen hier. Obwohl, die schlagt es wieder nicht auf den Magen, oder? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich bring dich jetzt zurück. Ich muss in die Kirche. Was ist die Zeit? Die Hippe Happe hält der ökumenische Afro-Night ab mit Dritte Weltbazar. Political vollkommen korrekt. Ja, viel Spaß, kann ich nur sagen. Ciao, Guido. Manuel, ja. Du bist ja patschnass. Das ist wahrscheinlich der Freskenkoller. Das hatten schon die Renaissance-Maler. Die sind reihenweise verrückt geworden, weil sie wochenlang nicht aus den Kirchen rausgekommen sind, die sie ausgemalt haben. Aber danke, es geht schon wieder. Übrigens, woher weißt du, dass die Valeska dem hippen Happe weggelaufen ist? Pass auf, Guido. Kann ich morgen um 10 zu dir in die Beichte kommen? Okay. Bei mir hat sich so einiges angesammelt. Und ich glaube, ich sollte mal meine Seele erleichtern. Beim hippen Happe geht das ja nicht. Der kennt ja nur den Cholesterinspiegel, nicht den Beichtspiegel. Ich hab dir aber eigentlich was gefragt. Guido, morgen um 10 in der Beichte, okay? Dann kannst du mir die Absolution erteilen oder verweigern. Komm, du musst los. Bis morgen. Ciao, um 10. Pass gut auf dich auf. Danke. Ja? Ja, wo bleiben Sie denn? Die Trommel haben ja schon längst angefangen. Bin schon unterwegs, Rosshauptnerin. Ja, waren Sie denn im Fitness? Wieso, Franks? Na, glauben Sie denn, ich weiß nicht, was da gespielt wird? Und wenn Sie eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten... Der Akku ist ganz schwach, ich verstehe nichts mehr. Wenn Sie mich suchen, hier bin ich. Was? Sam von der Rosshauptnerin, geben Sie es doch zu. Nichts gebe ich zu, bestreite alles. Warum hängen Sie dann da mit dem Fernglas umeinander? Geht Sie nichts an. Nichts! Wahrscheinlich sind Sie ein Spanner wegen der ganzen Liebespaare. Unterstehen Sie sich, mir derartiges unterschieben zu wollen. Ich verwahre mich mit allem Nachdruck. Wer sind Sie denn überhaupt? Das wissen Sie ganz genau. Was zahlt Ihnen denn die Rosshauptnerin? Ich kenne niemanden dieses Namens. Sie müssen mir sagen, was in der Zeuge das Ziege vom Gehalt hat. Ich werde von niemandem bezahlt, schon gar nicht von dieser ominösen Person. Aber ich denke, ich werde Pastor Happe mal berichten müssen. Vom Happe, vom hippen Happe sind Sie. Was erlauben Sie sich?
derart respektlos von unserem Pastor zu reden, Sie Flegel! Jetzt staubt's aber gleich, wenn der Pfarrer Braun der ökumenische Anführer von Pastor Happe. Ja, ja, und ich bin der Papst. Sie kommen jetzt mit. Ja, Irrtum. Sie kommen mit. Wohin? Hier rein. Ja, das ist tatsächlich mein Kollege Pfarrer Braun, Herr Schwenk. Sehen Sie es, und wer sind Sie? Aribert Schwenk. Chemiker, Restaurator, Hobbyarchäologe und in der Fachwelt... Nennt man ihn auch den Schliemann vom Harz. Lassen Sie mal, lieber Aribert, es ist besser, wenn ich Sie lobe. Sie wissen ja, Eigenlob stinkt. Herr Schwenk hat noch zu Zeiten der alten DDR große archäologische Expeditionen in Ägypten geleitet. Der Firma, Herr Pastor. Was machen Sie da? Geht's Ihnen nicht gut in letzter Zeit? Haben Sie einen Stress? Ich grub im Tal der Könige, tauchte vor Alexandria, forschte im Nilschlick. Sie glauben doch nicht etwa immer noch an diesen dummen Fluch der Pröbstin, oder? Der Fluch der Pröbstin. Sie haben ihn heraufbeschworen, Herr Pastor. Ja, jetzt ist der Geist aus der Flasche und ich bin arbeitslos. Wegen dem Happe? Weil der Herr Pastor die Restaurierung der Krypta diesem katholischen Charlatan Castelnuovo übertragen hat. Und nicht mir, der ich sie wesentlich kompetenter und auch kostengünstiger ausgeführt hätte. In der Einschätzung Castelnuovo sind wir uns nicht ganz einig, ich weiß, Aribert. Aber es ist ja wohl unstrittig, dass Castelnuovo bei der Restaurierung von Renaissancefresken weltweit die anerkannte Koryphäe ist. Er hatte eine einzigartige Technik entwickelt. Ja, die er nicht preisgibt. Das ist ja der Skandal. Deswegen spionieren Sie mit dem Fernglas umeinander. Ich sage Ihnen, in dieser Krypta, da passieren Sachen, das glauben Sie nicht. Das hätte sich selbst die Pröbstin nicht träumen lassen. Ihre Ananas, Herr Pfarrer. Schlecht, Rosshauptnerin. Ja, also bei dieser Diät müssen die Essenszeiten strikt eingehalten werden. Oder haben Sie keinen Hunger mehr? Rosshauptnerin. Ach, das ist die Dame, die mich beauftragt haben soll. Was soll ich? Na, ist schon in Ordnung. Großhauptnerin, sagen Sie mir, was für Dinge sich in der Krypta abspielen, Herr Schwenk. Ich bin ein Mann der Fakten. Ich werde erst etwas behaupten, wenn ich Beweise vorlegen kann. Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren. Hast du Valeska gesehen? Nee, Kajo. Wo die nur bleibt. Sie machen Diät? Der Herr Pfarrer steht erst am Anfang. Das sieht man. Aber Hollywood-Diät, die taugt doch nichts. Sehen Sie mich an. Veganer. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch, keine Eier. Rein pflanzliche Ernährung. Dazu Meditation beim Gesang der Delfine. Wenn Sie wollen, brenne ich Ihnen die CD. Und wo ist da der Trick? Soll das Singen der Delfine den Appetit verderben? Obst und Gemüse. Vitamine. Erhebt den Geist beim Klange der Delfine. Nur so verlierst du den Ballast, wovon du jetzt noch zu viel hast. Lass ab von Hollywood-Diät, da deren Wirkung schnell vergeht. Unser lieber Aribert ist nämlich auch ein begnadeter Stegreifdichter. Erst kürzlich hat er beim dritten Harzer Poetry Slam, der Harz sucht den Superdichter, den zweiten Preis in der Seniorenklasse gemacht. Hm? Verschicken Sie auch fremde Liebeslyrik. Wie? Mein lieber Herr Pfarrer, wir gehen da jetzt raus. Ob mit oder ohne Valeska. Weil wir wollen ja unsere Freunde aus der sogenannten dritten Welt nicht noch länger warten lassen, oder? Bitte nach Ihnen. Gottes Namen. Ein evangelischer Anwanzer Gottes mit Hang zur afrikanischen Folklore. Ein Schliemann aus dem Harz, der zum Gesang von Delfinen abnimmt. Eine Rosshauptnerin, die bloß noch Ananas schält. Und darüber hinaus ein Auge geworfen auf einen Restaurator aus Südtirol. Und ein Bischof, der beim Bibelbetten gewinnt. Irgendwas stimmt da nicht, Armin. Das rieche meilenweit gegen den Wind. Der Fluch der Pröbstin? Armin, die Welt ist aus den Fugen. Und wenn ich dich nicht hätte, es wäre zum Verzweifeln. Guten Morgen, Herr Pfarrer. Diesmal lohnt sich's Beichten. So viel kann ich Ihnen verraten. Müssen ein bisschen warten, gute Frau, um 10 Uhr eine Beichtreservierung. Ja, wie ist das jetzt wie beim Doktor, privat oder AOK? Hab ich eine Seele zweiter Klasse, Herr Pfarrer?
Liebe Gott hat jeden an seinen Platz gestellt. Das gilt auch für die Reihenfolge beim Beichten. Braun? Telefonbeichte? Rom spinnt. Nein. Herr, es hat dir gefallen, ihn zu dir zu rufen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Und der Zorn des Menschen darf sie nicht säumen. Aber ich fürchte nicht des Herrn. Denn wenn es dir gefällt, mich als Nächsten zu holen, dann werde ich dir fröhlich folgen. Denn ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Das ist kein Fluch, Herr. Das muss ein Verbrechen sein, ich hab's geahnt. Herr, das Gelübde, das ich dem Bischof geben muss, dass ich nicht mehr kriminalisiere, das ist dann noch vom letzten Mal aufgehoben, oder? Herr, das vom Bischof aufgezwungene Gelübde, das ist doch jetzt noch immer aufgehoben. Herr, ich verstehe. Musst du deinen ergebenen Diener immer ein bisschen tratzen. Herr Kommissar, ist da der Pastor? Morgen. Wer hat den toten Kunden? Ich wollte mich eben nach meiner morgendlichen Balkerrunde nach dem Stand der Arbeit erkundigen und da sah ich ihn da liegen. Dann haben sie sofort die Polizei benachrichtigt. Und den Notarztwagen. Ich wusste ja nicht, ob er noch lebt. Ein rätselhafter Tod, das ist in der Nummer zu groß für Sie, Geiger. Sowas klärt sich für gewöhnlich. Spurensicherung schon da? Spur ist schon da, ja. Was soll denn daran schon rätselhaft sein, Herr Pfarrer? Wir müssten mal da runterschauen. Manuel hat sich da so eine Art Schlaraffenland eingerichtet. Essen und Schlucken bis zum Abwinken und Gäste hat er offenbar auch noch Empfang. Was für Gäste? Das sieht mir ganz nach ausschweifendem Gelage aus. Also für mich ist der Fall klar. Herzstillstand durch Völlerei. Heute Vormittag wollte er noch zu mir kommen, um zu beichten. Jetzt hat er also nach streng katholischer Lesart seine gesamte Sündenfracht mit ins Jenseits genommen. Sehen Sie doch endlich mal ein, wie irrsinnig dieses Konzept der Ohren ist. Erstens, wir wissen ja gar nicht, wie groß der Sündenbock ist, was er ins Jenseits mitnimmt. Zweitens hat er gestern Abend schon bereut. Da wird der Herrgott einen Weg finden, weil der Herrgott ist nicht pedantisch. Darf ich ihn noch mal sehen? Lasse dich ruhen im Frieden und das ewige Licht leuchtet dir. Segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Vierte Manuel. Dr. von Bröst, was machen Sie noch hier? Ach, danke, Pfarrer, ich bin der örtliche Amtsarzt. Recht eindeutiger Fall. Herzinsuffizienz mittels Völlerei. Mein Gott, was hat der Kerl da unten bloß getrieben? Gefressen, gesoffen, gehurt. Haben Sie den Totenschein schon ausgestellt? Hab ich. Ja, dann brauchen wir keine Obduktion. In diesem Fall nicht nötig. Ja, dann hat ja alles seine Richtigkeit. Schöner Tod, so ein Tod mitten im Fressen nach drüben zu kippen. Entschuldigung. Der Manuel hat mir gegenüber vertraulich geäußert, er würde gern Feuer bestattet werden. Ach ja? Und in so einem Fall, Geiger, berichtigen Sie mich, brauchen wir doch Obduktion. Brauchen wir wohl, ja. Sind Sie sicher, dass Herr Castelnuovo Feuerbestattung wollte? Er hat es mir gegenüber vertraulich geäußert. Und man wird ja unter seinen Papieren einen letzten Willen finden. Ja, ich muss. Bis später. Wo wollen Sie denn hin, Herr Pfarrer? Ich will mir mal die Krypta anschauen. Das habe ich jetzt gerade sperren lassen. Wieso? Naja, die Spusi muss ja auch noch ihre Arbeit machen. Also wenn ich die wäre, denn dann? Hm? Tja. Jetzt wird die Krypta wohl doch nicht mehr renoviert. Oder der Adelbert Schwenk kommt endlich zum Zuge. Kommen denn jetzt auf den? Dem machst du doch schon Hoffnungen. Streich ich ja die Krypta lieber höchstpersönlich weiß. Gut. Guten Tag, Herr Pfarrer. Grüß Sie, Kupferdoktor von Bürst. Was kann ich denn für Sie tun? Ich brauche Kopfetabletten und Appetithämmer. Bitte schön.
Ach ja, Sie sind ja auf Diät. Zum habe ich so einen Appetit, dass ich ihn hemmen muss. Entschuldigung. Was hat sie? Uns allen geht der Tod von Herrn Castelnuovo sehr nah. Hat sie ihn auch gekannt? Alle kannten ihn hier. Der war ja hier bekannt wie ein bunter Hund. Ja, das war ein bunter Hund, das kann man wohl sagen. Hier, Herr Pfarrer, dreimal täglich und Sie wollen nichts mehr essen. Lass mich einfach in Ruhe, du. Du kannst es nicht verstehen. Warum denn nicht? Weil ich frag nicht, es ist einfach so. Der junge Mann wohnt doch bei Ihnen, oder? Das ist der Armin, mein Messner. Dann sagen Sie Ihrem Armin doch bitte, er soll Juliane in Ruhe lassen. Der Bursche ist kein Umgang für Sie. Ich habe gelernt, mich in Liebesdingen nur einzumischen, wenn Sie von der Liebe zu Gott handeln. Bei menschlichen Liebesdingen schafft man damit bloß Chaos. Ist das doch überhaupt nicht. Darum ich möchte Sie trotzdem darum bitten. Und fragen Sie mich bitte nicht, warum. Sag's mir doch einfach. Dankeschön, Hauptmann. Lassen Sie es, mir ist der Appetit vergangen. Da ist Ihnen der Schrecken aber ganz schön in die Glieder gefahren. Ja, der Tod von Manuel ist auch wirklich ein abschreckendes Beispiel. Aber das müssen Sie essen. Die Diät muss strikt eingehalten werden. Aber Herr Pfarrer! Los. Ach so. Sie kriminalisieren jetzt nicht. Es kriminalisiert mit mir, das Hauptmann, das haben Sie nie verstanden. Und so sicher wie bei Manuel war man noch nie, dass der ermordet worden ist. Ja, und ich kenne sogar seinen Mörder. Sie? Der Mörder von Manuel heißt Manuel. Und seine Waffen waren Alkohol und Kalorien. Schmarrn. Nur weil Sie nicht einsehen wollen, dass man an Völlerei sterben kann, machen Sie ein Verbrechen draus. Ich riech's förmlich. Und es riecht nach Schinken, Schnaps und Strudel. Das sagen alle und genau deswegen stimmt's nicht. Wenn Sie das kriminalisieren lassen, dann würde ich vielleicht die Diät absetzen. Bei der Suche nach der Wahrheit, Rosshauptmann, darf man keine Kompromisse eingehen. Nicht einmal die verlockendsten. So. Ja, um Gottes Willen! Herr Pfarrer, was ist denn? Ich krieg keine Luft. Ich verschreibe Ihnen jetzt erstmal ein Breitband-Antibiotikum. Dazu essen Sie bitte täglich 3 Becher Joghurt. Die sind gut für die Darmflora. Alles Weitere sehen wir dann nach den Ergebnissen der Blutuntersuchung. Was vermuten Sie, was ich habe, Herr Doktor? Schwer zu sagen. Könnte sich um Virus handeln. Jedenfalls vorerst strengste Bettruhe. Was für Virus? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Viren wandeln sich ständig. Hat man heute eins entdeckt und ein Gegenmittel entwickelt, hat es sich morgen schon verändert. Sie machen mir ja richtig Mut. Sie ruhen in Gott, Herr Pfarrer. Und da ruhen Sie richtig. Aber hoffentlich nicht im Frieden. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, heißt es in der Bibel. Ja, Genesis 1,27. Eigentlich müsste es Virus heißen. Ja. Und Gott schuf den Virus nach seinem Bilde. Und wenn irgendjemand Gottes Auftrag erfüllen und sich die Erde untertan machen wird, dann werden es die Viren sein. Da wird es uns Menschen schon längst nicht mehr geben. Herr Doktor, haben Sie damals in Ägypten auch virologische Forschungen angestellt? Kennen Sie die Flucht des Pharao? Sie meinen diese rätselhaften Tote von Graböffnern, die alle kurz nach der Freilegung des Grabes umgekommen sind? Ganz geklärt ist das bis heute nicht. Man vermutet, dass durch die Graböffnung sich plötzlich mit Sauerstoff in Verbindung gekommene Mikropilze in der Luft verteilt haben können. Ach, und das haben Sie dann eingeatmet und haben Sie damit vergiftet? So könnte es gewesen sein. Wir haben damals den Grabwänden eine Reihe von Proben entnommen. Die DDR-Führung wollte herausfinden, ob sich aus diesen hochgiftigen Mikropilzen ein Kampfstoff entwickeln lässt. Ja, so waren die Zeiten im Kalten Krieg. Könnte es sein, dass erst dem Hofer und dann später dem Manuel was Ähnliches passiert ist? Weil ich meine, wenn man so ein 600 Jahre alten Sarkophag öffnet, könnte auch ein Gift freigesetzt werden, das die beiden dann vielleicht eingeatmet haben. Wie kommen Sie denn da auf? Herr Doktor,
Ich habe die gleichen Symptome wie der Manuel. Schwächeanfälle, Schwindelgefühle etc. Naja, Sie haben sich ja auch direkt in die Giftküche hinein plumpsen lassen, nicht wahr, Herr Pfarrer? Aber ich kann Sie beruhigen. Wir haben damals herausgefunden, dass diese giftigen Substanzen, wenn überhaupt, nur über einen längeren Zeitraum und das bei regelmäßiger Einnahme wirken. Wie regelmäßig? Warum fragen Sie? Weil ich war öfter bei Manuel unten. Auf Diätflucht, verstehen Sie? Der Fluch des Pharao als Fluch der bösen Tat. Sie lesen zu viel Krimis, Herr Pfarrer. Eine gute Nachricht habe ich allerdings für Sie. Ja. Die Diät können Sie ab sofort absetzen. Ihr angegriffener Körper braucht kräftige Nahrung. Noch eins, Herr Doktor. In Sachen Diätflucht, da gilt für Sie das ärztliche Beichtgeheimnis. Speziell meiner Haushälterin gegenüber. Ja. Nicht verheiratet und doch unter der Knute? Kann jeder so tolle Frau haben wie Sie? Friederike und ich sind geschieden. Seit wann? 2 Jahren, 4 Monaten, 21 Tagen. Herr Doktor, würden Sie bitte, wenn es draußen ist, an den Armin reinschicken? Der muss das für mich erledigen. Mach ich. Bis dann. Gute Besserung. Armin, hast du schon was gefunden? Na, wie denn? Sie haben mir noch nicht mal gesagt, wonach ich suchen soll. Dann schau dir mal ein bisschen um. Ja, hier sind Säulen, ein Sarkophag und eine Arbeitsplatte. Gibt es irgendeine Stelle, die ein bisschen ausschaut wie frisch gestrichen? Ja, hier an so einer Säule. Genau, da kratzt mit dem Messer ein bisschen was ab und gibst es in die Plastiktüte, die ich dir mitgegeben habe. Okay. Aber halt der Taschentuch vor die Nase, wenn es kratzt. Ich hab was Besseres. Augenblick. Bin dabei. Gut, und jetzt? Jetzt gehst du nach hinten zur Geheimkammer. Das ist gegenüber von der Treppe. Und wie mache ich die auf? Die Steinplatte mit dem Kreuz musst du wegschirmen. Wow, die haben hier so eine richtige Hexenküche. Was ist los? Na ja, alles voll mit Fressalien und so. Nix andere Namen. Aber die Spusi war doch eh schon hier. Die haben die Stelle markiert, wo die Leiche gelegen hat. Was ist das denn? Was ist? Hier sind 2 Mini-Hanteln, sehen aus wie ihre. Die nimmst du mit. Da war irgendwas. Was ist los? Wer? Keine Ahnung, ich habe ja abgeschlossen. Jetzt geht er wieder. Kannst du erkennen, wer das ist? Ich sehe ihn. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Dann beschreib man. Der ist mittelgroß. Mittelalt. Der sieht irgendwie schräg aus, der Typ. Der trägt so eine Baskenmütze und eine Hornbrille. Baskenmütze? Adelbert Schwenk. Was macht der Adelbert Schwenk da? Kletter mir auf das Arbeitsgerüst. Da ist aber nichts, Herr Pfarrer. Eimer, Lappen. Moment mal, was ist das? Was denn? Augenblick. Sieht aus wie eine Kamera. Kamera? Ja, ich glaube, das ist eine Webcam. Eine Webcam? Soll ich die abmachen? Gott sei Dank, nein. Armin, nichts anderes. Alles liegen und stehen lassen und komm zurück. Okay. Eine Webcam in der Krypta. Wer bringt heimlich in der Krypta Webcam an? Vielleicht dieser Adelbert Schwenk, der Spanner. Er hat doch eine Visitenkarte gekommen.
Albert Schwenk, Hartz Schliemann, Homepage oder da. Und schon bin ich drin. Mit wem reden Sie denn da? Mit mir selber, mit Ihnen kann man ja nicht reden. Na, nicht, wenn es um Ihre abstrusen Mordtheorien geht. Hier sind Ihre Medikamente. So abstrus sind die Ideen nicht. Der Kajo. Wer? Also der Herr Pastor Happe hat erzählt, wie beliebt der Manuel war. Für einen Mord muss es doch ein Motiv geben. Mindestens eins, Rosshauptin, eins mindestens. Übrigens, die Schinkenröllchen sahen schon wieder aus. Der Arzt hat nur was vom Ende der Diät gesagt. Nichts vom Anfang der Fresssucht. Das habe ich befürchtet. Der Pilz heißt Fungus phosphoricus arabicus. Fungus phosphoricus arabicus. Und ist hochtoxisch. Giftig heißt es, hochgiftig. Ja, das ist schon klar. Die Lungen von dem Castelnuovo waren ja hackevoll davon. Ja, gut. Wir kommen jetzt zu der Anfrage Aribert Schwenk. Das ist aber vertraulich. Geiger! Also. Es gibt keinen Eintrag im Zentralregister, aber in der Bertler-Behörde liegt was gegen ihn rum. Fahr wohl mal bei der Stasi. Die Kollegen sagen, das ist eine Spinne. Alle naslang eine Anzeige. Mal nächtliche Ruhestörung, mal Verkotung der Gehwege, mal Einbruch bei Ihnen, mal... Bitte? Vor 6 Wochen etwa. Kunstexponate steht da. Nein, da steht nicht ägyptische Kunstexponate, da steht Kunstexponate. Gut, dann nehme ich mal die Ermittlungen auf und... Geiger! Bitte? Und die Spusi? Ja, wenn was von der Spusi reinkommt, dann leite ich das gleich weiter an Sie. Aber das ist vertraulich. Geiger, wissen Sie, was ist an der Freie herumlaufendes Folterwerkzeug für die reine menschliche Vernunft? Sie haben der Menschenrechtskommission gemeldet und es ist nicht vertraulich. Geiger! Ja, Herr Pfarrer? Herr Pfarrer! Wir haben nebenan mit Pastor Happe den Seele baumeln lassen, Kurs. Und wenn Sie hier so weiterbrüllen, dann baumeln nebenan nicht die Seelen, dann zittern die Fensterscheiben! Wisst ihr, was mir baumelt vor lauter Hunger? Der Magen rosshaut, der Magen baumelt mir! Was war das denn? Ach, ich komme einfach in die Webcam vom Adibert rein. Ich habe schon 200 Codeworte versucht, es ist zum Verzweifeln. Na, dafür habe ich was gefunden. Ein Bangeroder Anzeiger. Was? Ich hab's mit dem Handy fotografiert, ich bin gleich da. Na, so viel Zeit habe ich nicht, da muss man sofort rüberschicken auf dem Laptop. Okay. Aus den Wangeroder Boten von 1982. Ja, das gibt's ja nicht. Der Gero von Bös und der Adibert Schwenk auf der Abreise zur Ägypten-Expedition. Die waren beide auf der Ägypten-Expedition. Ja und? Da haben sie noch gar nichts erzählt davon. Na, sind Sie denn sicher, dass die es sind? Doch, steht da drunter. Dr. Gero von Bös und der Chemiker Adibert Schwenk, Autor des Standardwerkes Cantus Delphini für die Abreise zum Nil. Cantus Delphini. Der Adibert Schwenk hat doch erzählt, dass er zum Delfingesang meditiert. Cantus Delphini. Was ist das denn? Amen. Wir sind drin in der Webcam. Krypta. Du, das macht alle 15 Sekunden, macht dieser Foto. Und wozu macht die das? Das sind am Tag, da gibt's Arbeit für uns mit ungefähr 5000 Fotos, mehr sogar, mehr. Sondern dann sagen die alte Stasi-Schule nichts taugt. Dieser Pilz, dieser Arabicus, war am fraglichen Ort überall, auch in der Luft. Obwohl sich sein Habitat durch extrem hohe Lufttrockenheit und Temperaturen
Über 35 Grad Auszeichne steht hier. Hier, der kommt nicht von hier, Herr Pfarrer. Heißt ja auch Arabikus. Hallo? Die Untersuchung hat seltsamerweise eine leichte Kontamination ergeben. Und zwar durch den Mikrobenpilz Fungus Phosphoricus Arabicus. Die Auswirkungen dieser Vergiftung wären wahrscheinlich viel gravierender, hätten Sie nicht eine so stabile Konstitution. Sie hatten da doch so ein Tütchen von überstellt. Es ist derselbe Pilz drin, aber in sehr großer Dichte. So ein Material darf gar nicht frei rumliegen, sagen mir meine Fachleute. Armin, diese Einladung lieferst du jetzt ab und dann schnappt die Falle zu, hoffentlich. Okay. Armin, was macht denn die Liebe? Was soll die schon machen? Das hört sich aber nicht gut an, was ist los? Naja, Juliane ist nur damit beschäftigt, ihre Eltern zu finden. Wie weit seid's? Sie weiß nur, dass sie als Baby in ein Waisenhaus gebracht worden ist und danach zu einer Pflegefamilie kam. Und was wissen die? Nichts. Nur, dass sie als Baby mit Nachnamen Müller hieß. Müller? Das ist ja die halbe Miete. Wer will denn solche Raubmädchen überhaupt noch sehen? Das verstehen Sie vielleicht nicht, Herr Pfarrer. Ich wurde als Kind auch von meinen Eltern weggegeben. Aber ich würde eine Hand dafür geben, Sie mal kennenzulernen. Verehrte Anwesende, es ist eine würdige Geste, in diesem einzigartigen Rahmen unseres geliebten Verstorbenen Manuel Castelnuovo, den viele von Ihnen hier als guten, ja sogar als intimen Freund bezeichnen durften, zu gedenken. Wie das unfertige Fresko hinter mir versinnbildlicht, ist Manuel allzu früh von uns gegangen. Alle sind meiner Einladung gefolgt. Das wird Gründe haben, doch dazu später. Manch einer von Ihnen wird jetzt sagen, es ist doch geschmacklos, des toten Manuel mit einem Essen zu gedenken. Der Kerl hat sich doch tot gesoffen und tot gefressen. Ja, so drastisch würde ich das jetzt aber nicht formulieren, lieber Braun. Mein lieber Kollege Happe, wer meine Predigten kennt, weiß, dass ich die klaren Worte liebe und nicht um den heißen Brei herumrede, sondern ihn am liebsten gleich aufesse. Wie sagt der Lateiner? De mortuis nil nisi bene. Über die Toten nur Gutes. Und das ist oft der beste Anlass, die dicksten Lügen aufzutischen. Apropos auftischen. Armin und Rosshaupt, ihr könnt das armes Geld schon mal bringen. In die Sünde des Lügenauftischens will ich nicht verfallen. Denn der liebe Manuel, der mein Freund war, war auch ein ausgemachter Bazi und Haderlump, vor allem, wenn es Frauen anbelangte. Geht Sie da nicht etwas weit, Herr Pfarrer? Das müssen Sie selbst entscheiden. Das wissen Sie besser als ich und andere hier am Tisch wissen es vielleicht sogar noch genauer. Also jetzt kann ich Ihnen nicht folgen, ehrlich. Sie haben mir erzählt, Herr Dr. von Böst, dass Sie seit Jahren nicht mehr hier in der Krypta waren. Und doch habe ich Sie am Tag nach der Sarkophagöffnung mit dem Manuel hier streiten gehört. Was war da los? Das geht niemandem etwas an. Der tote Manuel hatte Schaum vom Mund, das habe ich genau gesehen. In Ihrem Totenschein steht aber nur Herzversagen. Es war Herzversagen. Gero, du? Aribert, an deiner Stelle würde ich jetzt ganz leise sein. Also für mich bitte ohne die Reste vom toten Tier. Sie wissen doch, ich bin Veganer. Wie dem auch sei, der Manuel war eines nicht. Manuel war kein Selbstmörder. Manuel hat sich auch nicht zu Tode gefressen, zu Tode gesoffen. Manuel ist eindeutig ermordet worden. Also, lieber Pfarrer Braun, wenn Sie hier einen auf Schwarzrock-Poirot machen wollen, dann muss ich Ihnen leider sagen, der Echte ist besser. Das würde ich aber auch sagen. Man ist immer nur so gut wie seine Mitspieler. Da ist es gut, Herr Schwenk, dass Sie auch beim Film sind. Beim Film? Armin, schalt mal ein. Danke. Armin, und jetzt den Laptop zu mir, bitte. Oder wollen Sie vielleicht zuerst essen? Jetzt sparen Sie uns nicht unnötig auf die Folter, bitte. Gut, dann schauen Sie mal her, dann. Das gibt's ja wohl nicht. Da ist auch eine Kamera, eine Webcam. Wo denn? Über dem Fenster. Was soll das? Wozu haben Sie die installiert? Das war nicht ich. Das war die Abteilung Horch und Kuck. Aribert, du? Was? Wie?
Wie sind Sie auf mein Codewort gekommen? Erinnern Sie mich nicht daran. Es war 2 Tage Qual, bis ich es rausgefunden habe. Und Herr von Böst, woher wissen Sie überhaupt, dass der Herr Schwenk bei der Stasi war? Eine andere Geschichte. In der Tat, Gero, in der Tat. Ich habe gesagt, du sollst leise sein. Ich vermute, Herr Schwenk, Sie haben die Kamera angebracht, weil Sie die geheimen Freskotechniken von Manuel ausspionieren wollten, oder? Ja. Aber dieser Südtiroler Schlaumeier, der hat seinen Arbeitsplatz dermaßen mit Sackleinen verhängt, dass man ihm einfach nicht auf die Finger gucken konnte. Ach, und dann haben Sie sich auf Spannen verlegt. Ach, Unsinn. Ich zog die Webcam nicht mehr zu Rate, seit ich bemerkte, dass sie ihren eigentlichen Zweck verfehlte. Warum haben Sie es dann nicht wieder abmontiert? Ja, wie denn? Castelnuovo war doch so gut wie die ganze Zeit in der Krypta zugange. Da ist er nicht mal zum Essen ausgegangen, wie wir wissen. Ja, die Kamera vom Herrn Schwenk, die Webcam, war so installiert, dass sie alle 15 Sekunden ein Foto geschossen hat. Das ergibt in 6 Wochen ein Archiv von 240.000 Bildern. Ich habe jetzt heute alle eingeladen, die auf diesen Bildern vorkommen. Einer von ihnen hat den Manuel Castelnuovo auf dem Gewissen. Ich weiß bloß, wie gesagt, nicht wer. Deswegen müssen Sie mir helfen, diese Bilder zu lesen. Zum Beispiel... Großhauptmann, bringen Sie doch unserem Vegan noch ein armes Köhl, aber ein bisschen weniger Gemüse, lieber mehr Schinken. Danke, nein. Verstehe, geklaut schmeckt's besser, oder? Deswegen bin ich noch lange kein Mörder. Aber ein Motiv hätten Sie. Schließlich hat in der Mangel einen hochbezahlten, ehrenreichen Job weggenommen. Das ist doch absurd. Außerdem müssen wir mal auf die Mordwaffe zu sprechen kommen. Fungus Phosphoricus Arabicus, ein hochgiftiger Mikropilz. Stimmt's, Herr Dr. von Böst? Mordwaffe? Ja, ja, es stimmt. Und dann ist bei Ihnen eingebrochen worden und es sind ägyptische Kunstgegenstände entwendet worden. Stimmt's? Ja. Nur Kunstgegenstände oder auch diese Pilzkulturen, die Sie aus Ägypten mitgebracht haben, an denen Sie in Auftrag der DDR geforscht haben? Ich habe alles an die offiziellen Stellen zurückgegeben, nachdem die Militärforschung darüber eingestellt wurde. Deswegen verstehe aber du hast dich ständig damit gebrüstet, ne? Kann es sein, dass Sie den Einbruch nur vorgetäuscht haben, um das Verschwinden der Pilzkulturen zu erklären? Ich bin nicht der Mörder von Manuel! Das habe ich ja nicht behauptet. Aber Sie kennen den Spruch, Herr Schwenk, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und so weiter. Und ich habe noch so viele Fragen und so einen Hunger. Zum Beispiel Folgendes müssen Sie mir erklären. Juliane, Sie waren sehr oft zu Gast in dieser Krypta. Sie waren dem Manuel herzlich zugetan. Manuel und ich, wir haben uns geliebt. Was? Manuel war so zärtlich und so väterlich. Du auch? Das tu doch nicht so, als hättest du es nicht gewusst. Ich hab's von euch doch auch gewusst. Ich hab euch gesehen. Wie du dich an ihn rangeschmissen hast. Du konntest ja kaum deine Finger von ihm lassen. Naja, das lag vielleicht daran, dass er zu mir eben nicht väterlich war. Weißt du, Manuel war einfach nur ein verdammt guter Liebhaber. Du hast mich also wirklich mit diesem Kerl betrogen? Ja, Caio, wenn nicht ich, wer denn dann? Außerdem, wer hat denn immer davon geredet, dass die Liebe frei macht und so weiter? Ich habe mir die Freiheit halt genommen. Sie haben wirklich nichts davon gewusst, Herr Pastor Happe. Ich habe ein Foto von Ihnen, da sind Sie in sehr unpastoraler Stimmung. Ich lass mich nicht mehr abspalten! Ich lass mich nicht mehr abspalten! Ich will das jetzt, wo habt ihr das getrieben? Wo? Hier auf dem Ding, komm, erzähl's mir! Ich habe das natürlich geahnt und Manuel zur Rede gestellt. Er hatte mir versprochen, die Beziehung zu beenden. Manuel und Versprechungen. Ja, Frau Dr. von Böst. Ja, ich nehme an, von mir befindet sich auch das ein oder andere Bild in Ihrer Sammlung. So ist es. Du auch? Ja, ich auch. Auch ich konnte mich Manuels Charme eben nicht entziehen. Wie offensichtlich keine von uns. Kein Wunder, dass die Herren der Schöpfung reinweiß sauer waren. Obwohl sie bei Ihnen wundert, Herr Dr. von Böst. Sie sind ja geschieden. Obwohl er den Tag seiner Scheidung so genau weiß, dann ist er entweder besonders erleichtert drüber oder besonders traurig. Und bei Ihnen, glaube ich, ist Letzteres der Fall. Ein Kerl war doch nichts heilig. Und auch der Schliemann vom Harz, Herr Adelbert Schwenk. Lieber Herr Castelnuovo, das mag ja bei Ihnen in Italien so sein. Hat nicht nur Schinken stibitzt, sondern auch jede Menge Ärger gemacht anscheinend. Was war denn da? Das geht Sie einen feuchten Kehricht an, Sie neunmal kluger Kirchenmann. So,
Und was mich betrifft, von jetzt ab Sendepause. Gib's zu, Aribert. Gib's doch zu. Ich weiß doch, dass du Friederike Liebesgedichte schickst. Ach du. Jeder von Ihnen hier hat ein Motiv. Jeder von Ihnen hier kann der Mörder bzw. die Mörderin sein. Ich habe Sie alle vor einer Woche in diese Krypta, in der Manuel ermordet wurde, zum Essen eingeladen. Damals war noch das Gift hier in der Krypta. Das wusste aber nur der Mörder bzw. die Mörderin. Alle haben meine Einladung angenommen. Auch der Täter bzw. die Täterin haben nicht abgesagt, weil sie sich sonst verdächtig gemacht hätten. Allerdings wollte er bzw. sie nicht als unschuldig oder sie selbst dem Gift, das da an der Säule befestigt war, ausgesetzt sein würden. Deswegen musste das Gift noch vor diesem Essen heute hier aus dieser Krypta verschwinden. Bis vorgestern jedoch war die Krypta von polizeilich versiegelt. Aber gestern Abend um 10:30 ergaben sich folgende Bilder. Da müssen Sie mir jetzt helfen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Juliane, sind Sie das? Nein. Pfarrer, das ist doch absurd, bitte. Manuel ist der Vater meines Kindes. Er hat es nicht gewollt. Man hat mir immer Vorwürfe gemacht, ich hätte besser aufpassen sollen. Hätte sie noch schwanger. Beim Einbruch in das Haus von Aribert Schwenk sind im Garten Abdrücke von weiblichen Turnschuhen gefunden worden. Juliane, Sie haben den Bruch begangen und haben als Pilzexpertin das giftige Zeug mitgenommen und hier an die Säule geschmiert. Nein! Wieso töten Sie den Vater des Kindes? Jetzt reicht's aber, Herr Pfarrer. Das meine ich auch, Frau Dr. von Böst. Wir sollten uns jetzt eine kleine Zwischenmahlzeit gönnen. Ein Südtiroler Vorspeisenteller aus den Vorratskammern von Manuel. Bitte sehr, guten Appetit. Das ist doch geschmacklos. Vielleicht, Frau Dr. von Böst, sollten Sie unsere Konversation dadurch bereichern, dass Sie Ihre Version der bereits erwähnten anderen Geschichte... Meine Vergangenheit geht Sie nichts an. Das sind doch die Herren Aribert Schwenk und Herr von Böst bei ihrer Abreise zur Ägypten-Expedition. Tja, und? Haben Sie die beiden damals schon gekannt? Wieso wollen Sie das wissen? Deswegen. Mein junger Freund Armin, der das recherchiert hat, hat dieses übersehen. Gott sei Dank war ich selber noch mal im Archiv gestern und habe das entdeckt. Das sind Sie doch, Frau Dr. von Böst, oder? Ja. Und? Geh, Armin, sei so gut. Lies mal die Bildunterschrift. Meine Augen seien so schwach. Auch sie verabschiedet unsere Ägypten-Expedition, unsere DDR-Kanumeisterin Friederike Müller. Müller? Okay. Gero, du hast vorhin gesagt, das wäre eine andere Geschichte. Das ist keine andere Geschichte. Ja, ich war vor über 20 Jahren für eine kurze Zeit nicht nur mit Gero, sondern auch mit Aribert zusammen. Mein Gott, ich war jung damals, naiv, leichtsinnig. Was die beiden nicht wussten und was sie auch bis heute nicht wissen. Ich war damals schwanger. Von wem? Das wusste ich damals nicht und das weiß ich heute auch noch nicht. Ich wusste aber, dass ich mich für Gero entschieden hatte. Ich war sehr verliebt in ihn und ich hatte Angst, ihn zu verlieren, wenn herauskäme, dass das Kind vielleicht nicht von ihm ist. Die beiden sind dann über ein Jahr in Ägypten geblieben. Ich habe das Kind bekommen und gleich nach der Geburt weggegeben. Das war in der DDR damals überhaupt kein Problem. Ja, und als sie zurückkamen, habe ich dann Gero geheiratet. All die Jahre hast du mir mein Kind vorenthalten! Halt endlich die Klappe! Über all die Jahre habe ich oft an mein Kind denken müssen. Nach unserer Scheidung habe ich dann nachgeforscht und habe sie Gott sei Dank auch bald gefunden. Seit einem Jahr ist sie bei mir in der Apotheke. Juliane, ich weiß, dass der Tod von Manuel dir im Moment sehr weh tut. Aber irgendwann wirst du verstehen. Ich muss es tun. Manuel war ein... Er war ein lustvoller, faszinierender Mann, aber er war vollkommen charakterlos. Er hat sich nicht gescheut, gleichzeitig mit Mutter und Tochter ein Verhältnis einzugehen. Der Mann hat das gar nicht gewusst. Natürlich hat er es gewusst. Ich hab's ihm selber gesagt.
Er hat mir versprochen, Juliane in Ruhe zu lassen. Und was hat er gemacht? Er hat sie geschwängert. Das Schwein hat sie geschwängert. Das Schwein? Ich wollte endlich eine Familie haben. Meine eigene Familie. Juliane, du bist wirklich naiv. Ich sah einfach keine andere Möglichkeit, mein Kind vor diesem Monstrum zu schützen. Deshalb habe ich das Gift aufgetragen. Kevin Manuel hat einfach kein Lebensrecht. Kann es sein, Frau Dr. von Bös, dass der Manuel Ihnen versprochen hat, mit Ihnen zu leben? Nicht nur mir. Außer Juliane wahrscheinlich auch noch Valeska. Klar. Der war ja total in mich verknallt. Und? Sind Sie zufrieden, Herr Pfarrer? Sie haben der Wahrheit zum Sieg verholfen. Bravo. So hat sich der Fluch der Pröbstin dann doch in ihrer Namenscousine erfüllt. Frau Dr. von Bös, der Manuel war in jeder Hinsicht ein Mann des Fleisches. Und wie heißt es in der Bibel? Alles Fleisch ist wie Gras und dafür gibt es nur einen Schnitter, das ist der Herr. Und dem haben sie ins Handwerk gepfuscht. Juliane, Manuel wollte alle haben. Du wärst todunglücklich geworden, er hätte dich zerstört. Du hast es nicht für mich getan? Du hast es für dich getan, so wie du alles für dich tust. Du hast mich ins Waisenhaus gesteckt, weil ich dir im Weg war. Und mich dann wieder rausgeholt, weil du vielleicht ein schlechtes Gewissen hattest. Du und immer nur du. Ich hasse dich. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Armin, bleib da. Die braucht jetzt Zeit. Sie braucht jetzt ihren Vater. Dass Sie Ihr Gelübde gebrochen haben, will ich Ihnen verzeihen. Auch, dass Sie unserer Kirche keine neuen Schäfchen zugeführt haben. Ansonsten, Gratulation, Sie haben Ihren Auftrag glänzend erfüllt. Ich weiß, dass Sie davon keine Ahnung hatten. Der arme Pastor Happe ist von seinem Ökumenewahn vollkommen geheilt. Will in den nächsten 20 Jahren keinen Katholiken mehr sehen. Schon gar keinen aus Bayern. Nur eines ist mir aufgestoßen, Guido. Happe hat Sie nachdrücklich der Sünde der Völlerei bezichtigt. Und das als eine typisch katholische Verfehlung hingestellt. Ganz meine Meinung, lieber Guido. Des dürfen man nicht auf uns sitzen lassen. Ich habe ihm deshalb versprochen, Sie auf eine 40-tägige Fastenkur zu schicken. Na ja, wie unser Herr Jesus Christus. Da büchst er doch aus, hat Happe gelästert. Was denkt sich der Mann? Ich kenne da was, entgegnete ich ihm. Da kann er gar nicht ausbüchsen. Komm, Herr Jesus, sei mein Gast und segne, was du mir beschert hast.